Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier gibt es EM, effektive Mikroorganismen, Terra Preta Produkte und Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Thema zur Begrünung der Erde. Ich bin ja fasziniert von schnell wachsenden Pflanzen. Und einige solche schnell wachsenden Pflanzen habe ich auch schon vorgestellt bei uns in Deutschland. Auf unserem Triaterra Hof, wie man an dem Hintergrund hier schon sieht. Das sieht nicht ganz deutsch aus, da sind ein paar Palmen und weitere exotische Pflanzen im Hintergrund. Wir sind in Brasilien, in der Nähe von Piedade, in den Bergen, auf ungefähr 1000 Meter Höhe. Und da geht es heute um Eukalyptus und um die Eukalyptusindustrie in Brasilien. Und was das für eine unglaubliche Pflanze ist, dieser Eukalyptus. Und als kurze Einstimmung mal schwenke ich jetzt mal die Kamera auf die andere Seite unseres kleinen Balkons hier und dann schauen wir uns gleich mal einen Eukalyptusbestand an. So, das ist nämlich bei unserem Nachbarn. Der hat sich da Eukalyptus, oder die Nachbarin, die hat sich da Eukalyptus gepflanzt. Mit einem Ziel, die wollte einfach eine Wand haben, dass man nicht mehr vom Tal auf ihr Grundstück gucken konnte. Und zoom mal ein bisschen ran. Sie dürfen schon mal raten, vor wie vielen Jahren die Nachbarin diesen Eukalyptushain gepflanzt hat. Der ist ungefähr 20, 25 Meter hoch. Vielleicht in der Spitze ein bisschen mehr. Davor sind jetzt ein paar Kiefern, die sehen Sie. Und ansonsten ist es dieser schlanke, schnell hochwachsende Eukalyptus, der hier überall steht. So sieht der aus. Da ein Fußballtor, da kann man schon mal abschätzen. Aha, Fußballtor. Vielleicht 2 Meter hoch. Und dann steht noch ein bisschen im Vordergrund und dann können wir das Fußballtor mal nehmen, wie oft das da reinpasst. Ich würde sagen mindestens 20 Meter, in der Spitze vielleicht 25 Meter. Okay, so viel zu dem Eukalyptus. Ich hole jetzt noch mal einen Eukalyptuszweig von unten und dann geht's weiter. Das hier, so sieht der aus, ein Eukalyptuszweig. Den habe ich gestern hier am Wegesrand, wo das von einem wildwachsenden Eukalyptus rauswuchs, habe ich mir da einen kleinen Zweig abgebrochen. Und so ungefähr sehen auch die Bäumchen aus. Also wenn die gepflanzt werden, ne, dann kommen die wirklich so daher. So sehen die aus. So ein kleiner Stecken, 30, 40 cm hoch. Und dann steht er da. Das ist der Anfang. So wird er gepflanzt und dann dauert das so 2-3 Monate, bis er sich akklimatisiert hat, ne? Und dann geht das Wachstum los. Haben Sie schon mal geraten, wie hoch unsere, wann unsere Nachbarin diese Eukalyptus da drüben gepflanzt hat? So, die machen wir mal hier rein, vielleicht können wir die dann beobachten die Zeit. Naja, ich halte sie in der Hand, können Sie sehen. So, und ich habe ein paar Daten dazu, ich nehme mein Zettel. Schluck Tee noch vorher. Damit ich nie austrockne. Am Schluss kommt noch ein ungefähr 15-minütiges Video, wo ich an der Autobahn angehalten habe. Das habe ich schon gedreht. An der Autobahn hier in Brasilien angehalten habe und ein Eukalyptuswald während der Abholzung, kurz nach der Abholzung, Kahlschlag zeige. Wo man ein Gefühl für die Größenordnung bekommt, was hier in Brasilien passiert. Eukalyptus. Eukalyptus, da gibt es eine ganze Reihe verschiedene Sorten, kommen aber im Wesentlichen alle aus Australien. Also Eukalyptus ist ein australischer Baum und der gehört mit zu den höchsten Bäumen der Welt. Eukalyptus ist nicht nur dafür berühmt, dass er schnell wächst, nein, er wächst auch hoch. Was übrigens bekannt ist, beziehungsweise
was ich gemerkt habe, das ist ein Muster, also Bäume, die hoch werden, die fangen nicht langsam an und gehen da ein paar Zentimeter für Zentimeter pro Jahr hoch, nein, und werden alt, nein. Bäume, die hoch werden, die fangen auch schnell an, sonst wird man nicht 100 Meter hoch, wenn man nicht schnell anfängt. Das gilt für die Douglasie, höchster Baum Deutschlands, der ist 1920 gepflanzt, so ungefähr. Heute 68 Meter hoch und man sieht schon da, also enorm schnelles Wachstum. Das sind die schnellst wachsenden Bäume Deutschlands, die Douglasien, aber auch die höchst wachsenden Bäume in Deutschland, zurzeit jedenfalls. Ansonsten der Küstenmammutbaum, auch der wächst schnell und eben auch der Eukalyptus fängt schnell an und erreicht dann in hohe Höhen. Und einer der schnellst wachsenden Bäume der Welt, der höchst wachsenden Bäume der Welt, Riesenkönigseukalyptus, Eukalyptus regnans. Und da gibt es heute noch Exemplare, die sind 99,6 Meter hoch in Tasmanien. Aber es gab offensichtlich bestätigte Messungen von einem Königseukalyptus, der gefällt wurde 1872, also vor 150 Jahren fast. Der war 132 Meter hoch. Und das macht ihn zu dem höchsten bestätigten jemals gemessenen Baum der Welt. 132 Meter hoch. Also er ist da jedenfalls vorne in der Liga mit dabei, mit dem Küstenmammutbaum, mit dem Bergmammutbaum, mit der Douglasie. Ist der Königseukalyptus, die Eukalyptussorten prinzipiell gehören zu den am höchst wachsenden Bäumen der Welt. Kommen aus Australien und hier in Brasilien, ne, ich bin ja in Brasilien, ich verbringe immer November, Dezember, Januar, Februar in Brasilien die letzten Jahre, weil meine Frau Brasilianerin ist und die Sonne braucht und die Kinder auch und so weiter. Und wir machen ja jetzt auch ein bisschen EM in Brasilien. Mit dem Walter Baratelli habe ich angefangen, EM in Brasilien zu produzieren und zu verkaufen. Wir haben uns schon haben das schon mal auf Mercado Libre oder auf dem hiesigen eBay sozusagen eingestellt. Also da machen wir auch ein bisschen was und wollen mal diesen Markt der EMs, der effektiven Mikroorganismen hier in Brasilien in Gang bringen. Die brauchen das dringend. Die haben noch nicht mal eine Vorstellung davon, was Sauerkrautsaft ist. Also Fermentation ist so gut wie nicht existent, weder in der Praxis, also in der Anwendung in der Industrie und Landwirtschaft und sonst so, noch in der im Haushalt oder für Gesundheit oder so. Also Fermentation findet nicht viel statt. Sauerteigbrot beziehungsweise Sauerkrautsaft ist hier praktisch unbekannt. Backe ich auch unser eigenes Brot hier. Okay, diese kurze Abschweifung. Wir sind also in Brasilien und Brasilien ist der wahrscheinlich inzwischen, also ich habe jetzt nicht die genauen Hektarzahlen, wie viele in Brasilien angebaut werden, aber viele, viele Millionen Hektar werden in Brasilien an Eukalyptus angebaut. Bis vor wenigen Jahrzehnten, bis vor 10, 20 Jahren hauptsächlich, bis vor 20 Jahren hauptsächlich für Holzkohle. Und zwar Holzkohle nicht zum Export, das sicherlich auch ein bisschen, aber Holzkohle für die Eisenerzindustrie. Offensichtlich bei der Verhüttung von Eisenerz ist es ganz praktisch, da einen gewissen Anteil Holzkohle reinzuschmeißen, nicht alles mit Öl und Kohle zu machen. Und das wird hier in Minas Gerais, in dem Mineralienstaat hier, wo die ganzen Minen sind, da wird ganz viel Holzkohlen-Eukalyptus angebaut. Das war also schon länger so, seit 1910 gibt es Eukalyptus in Brasilien. Aber jetzt hat sich eine neue Eukalyptus-Industrie entwickelt, die jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt und von der Sie in Kürze im größeren Maßstab her hören werden. Hier hören Sie es ja vielleicht nicht unbedingt zuerst, Sie haben es woanders auch schon gehört, aber es geht jetzt richtig, richtig ab in Brasilien. Die brasilianische Eukalyptusindustrie hat den Schlüssel geknackt, wie man in kürzester Zeit riesige Holzmengen produziert und Wood Pulp, Holzbrei, Holzsaft, Holzbrei produziert, den man für die Papierherstellung braucht oder für Fasern oder für Zellstoff und was weiß ich, auch für Spanplatten und solche Sachen, also das ist für ganz viele Holzprodukte auch wichtig.
Das ist also ein Ausgangsstoff für ganz viele Industrien, aber im Wesentlichen für die Papierindustrie. Papier, Kartons, Zellstoffindustrie, die brauchen Wood Pulp, die brauchen Holzbrei. Und das wird hier in Brasilien exportiert in der Größenordnung bisher so 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber ich werde Ihnen nachher noch eine Statistik zeigen, wie sich da die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, wie die da war und wie die weitergehen wird, was das hier bedeutet. Aktuell ist Brasilien schon der viertgrößte Produzent von Woodpipe, von diesem Holzbrei, der für die Papierherstellung verwendet wird. Und das wird, wie gesagt, in Millionen Tonnen abgerechnet, also das sind Größenordnungen. Okay, Eukalyptus wächst gerade in den Himmel. Der hat so einen Höhentrieb. Die Bäume sind schnurgerade. Der verastet sich nicht, der kriegt nicht irgendwie zwei Stämme oder so. Nein, der geht ein Stamm schnurgerade in die Höhe. Ein paar Seitenäste, wenn der dicht steht, dann werden die Seitenäste später weniger. Dann hat er nur oben so eine Wedelkrone, wie ich es gerade gezeigt habe. Im Grunde so ein Ding oben nur als Krone. Bisschen größer natürlich, aber er hat einen unheimlichen Höhentrieb, dieser Baum. Und wer jetzt geraten hat, wie schnell denn so ein 25 Meter hoher Eukalyptusbestand aufwächst, dieser Bestand hier gegenüber bei meiner Nachbarin, der hatte 5,5 Jahre gebraucht. 5,5 Jahre steht er da und nicht länger. Und Eukalyptus typischerweise in einer guten Plantage hier hat einen Zuwachs von 5 bis 6 Metern im Jahr. 5 bis 6 Meter. Jetzt vergleichen Sie mal, wenn Sie einen Baum in Ihrem Garten pflanzen, wie lange, wenn der 1 Meter Zuwachs im Jahr hat, dann sagen Sie, Mensch, der geht ja ab, das ist ja schnellst wachsende Baum, die Sie hier gesehen haben. Tatsächlich Pappel, Robinie, die schaffen vielleicht so einen Meter im Jahr. Aber der Eukalyptus hier in Brasilien 5 bis 6 Meter im Jahr. Hier pflanzen sie Bäume, nicht für ihre Nachkommen, sondern für sich selber. Das ist in Deutschland pflanzt man und in Europa pflanzt man Bäume nicht für sich selber, sondern für seine Enkel. Aber hier kann man die Bäume für sich selber pflanzen. Und das haben auch die entsprechenden Industrien erkannt, die diese Bäume nutzen. Eukalyptus ist eine interessante Pflanze. Also hat ja offensichtlich eine unheimliche Lebenskraft. Also allein dieses Höhenwachstum, dieses Mengenwachstum, was dieser Baum leistet. Aber das ist nicht nur das. Der kommt aus Australien. Er kommt aus einem Wüstengebiet. Er wächst nicht in der Wüste, er wächst an den Ostküsten von Australien. Und tendenziell auch mit in die Trockengebiete hinein. Aber er ist sehr gut trocken angepasst. Also er wächst wirklich in den Steppen, in den Randwüstengebieten Australiens. Und hat sich daran angepasst. Er braucht also extrem wenig Wasser und hat sehr, sehr gute Wurzeln und saugt, hat regelrecht diese Anpassung, dass er den Oberboden, also er saugt auch tief, aber dass er den Oberboden richtig leer saugt von Feuchtigkeit. Also der macht den Oberboden komplett trocken, wenn er in einem halbwegs trockenen Umgebung wächst. Ne? Er lässt kein Bodenwasser mehr übrig für Regenwürmer, für eine Humusbildung, für Bakterien, für Pilze. Er saugt den Oberboden so trocken, dass unter Eukalyptus der Abbau der organischen Substanz extrem verzögert ist. Und das macht er absichtlich, meiner Meinung nach. Das ist eine Anpassung. Das ist also kein Zufall. Erstmal saugt er damit natürlich allen Konkurrenzpflanzen, die unter ihm wachsen könnten, hochkommen könnten. Und er ist ja relativ, er ist ja ein typischer Pionierbaum, dieser Eukalyptus. Das heißt, er macht keine sehr dichten Bestände, die jetzt alles total beschatten, wie zum Beispiel die Buche. Sondern er hat, also unter dem Eukalyptus kann auch einiges wachsen, weil es relativ viel Licht noch nach unten kommt. Also er macht nicht so einen dichten Schatten, dichten Kronenschluss, wie das zum Beispiel Buchenwälder machen, wo nur noch 2% des Lichts nach unten kommt, da unten wächst einfach nichts mehr, weil es so dunkel ist. Beim Eukalyptus wächst nichts mehr, weil er den Oberboden aussaugt mit Wasser, da kann keine andere Pflanze im Normalfall existieren. In Australien, wo er auf relativ trockenen Standorten wächst. In Brasilien schafft er das nicht. In Brasilien ist so viel, mehr oder weniger das Jahr durchgehend an. Wir haben hier ganz schön Sturm. Ich hoffe, dass das
stört unser Mikro nicht. In Brasilien haben wir so eine durchgehende Feuchtigkeit und hohe Niederschläge. 2000 mm im Jahr ist hier völlig normal. In diesen Regionen hier, Sao Paulo bis hoch zum Amazonas fast, dass er es hier nicht schafft, den Boden so auszutrocknen. Hier schafft er das also in dem Sinne nicht. Aber in Australien ist er so angepasst. Er trocknet den Oberboden aus, er verhindert den Abbau organischer Substanz, er verhindert das Hochkommen anderer Pflanzen unter sich. Aber nicht nur, dass er das verhindert, sondern er wirft auch gerne mal einfach einen Ast ab. Er wirft natürlich Laub ab. Also er produziert auch eine ganze Menge Streu. Und das ist natürlich das Rezept, kein Abbau der organischen Substanz plus Trockenheit und Hitze, dass da regelmäßig Waldbrände durch solche Eukalyptuswälder geht. Und das Ding ist, der Eukalyptus überlebt Waldbrände sehr gut. Er schlägt wieder aus den verkohlten Stümpen, wenn sie denn verkohlt sind. Der wächst ja oft so hoch, dass die Flammen ihn gar nicht erreichen. Und das quasi darunter auch wieder eine Anpassung sozusagen an Konkurrenz. Die Flammen löschen alles aus, was irgendwie sonst noch da wächst. Und der Eukalyptus, der hat diese Anpassung, dass er schnell wieder nach Waldbränden sich revitalisiert und wieder rauswächst. Also der ist richtig, das ist seine Konkurrenzstrategie vom Eukalyptus. Waldbrände produzieren, Klima produzieren, was Waldbrände produzieren. Wasser raussaugen aus dem Oberboden, den anderen Pflanzen keine Chance geben. Deswegen ist es auch kritisch, Eukalyptus in großen Monokulturverbänden anzubauen, weil man, wenn das Klima sowieso schon auf der Kippe steht, was hier in Brasilien in diesen Regionen nicht der Fall ist, aber wenn das sowieso schon ein bisschen zur Trockenheit neigt, dann macht der Eukalyptus das Klima noch trockener. Er verdunstet zwar viel Wasser, jawohl, das tut er, aber offensichtlich nicht in einem effektiven Weise, dass das auch Kühlung und entsprechende Humusbildung vielleicht und Regen produziert, sondern er trägt sozusagen zur Austrocknung der Landschaft in gewissem Sinne bei. Aber nur, wenn er dominant wird, als Monokultur wächst und nur, wenn er großflächig wächst und nur, wenn das Klima sowieso schon dazu neigt, lange Trockenzeiten hat und so weiter, dass er dann das Klima sozusagen bestimmen kann. An dem Punkt sind die Brasilianer aber in einigen Gebieten schon, wenn wir uns nachher angucken, was die für Flächen hiermit bestellen. Okay, für Papier wird als Eukalyptusart verwendet Eukalyptus grandis. Das ist eine ganz ähnliche Sorte wie dieser Eukalyptus regnans. Und ja, wann haben die das geschafft, da einen richtig guten Klon zu züchten? Also Klonen ist ja bei Pflanzen nicht schwer. Ne? Man kann hier einfach so einen Ast nehmen, in die Erde stecken, anwurzeln und dann wächst daraus ein Klon der Pflanze. Also das ist alles, was man braucht, um einen Eukalyptus zu klonen, dass man einen Ast in die Erde steckt. Der wächst dann auch an, wenn man das sorgfältig macht. Ist also nicht kompliziert. Man hat hier in Forschung, die guten Sorten, die gibt es jetzt mehr oder weniger schon seit 30 Jahren, hat man hier Sorten, Spezies, also einzelne Individuen, Bäume raus, gar nicht mal so sehr gezüchtet, sondern eher so rausgefunden, eben alles Mögliche ausprobiert und geguckt, was wächst schnell, was ist gut für die Zellstoffindustrie. Und hat hier also extrem, extrem, extrem produktive Arten, Individuen rausgefunden, die eben diese Leistung erreichen. 5 bis 6 Meter Wachstum im Jahr, in der Spitze wird sogar 7 Meter Wachstum im Jahr berichtet. Jetzt können Sie mal überlegen, was das bedeutet. 7 Meter Wachstum, dann ist dieser Baum in einem Jahr über Ihrem Einfamilienhäuschen. Und in 3 Jahren ist er 3-mal so hoch. Genau. So, hier wird also die Sorte Eukalyptus grandis angebaut, für Papier, aber auch für Holz. Noch ein paar andere Sorten, die so ähnlich sind. Und diese Sorten, also vor allem die für die Papierherstellung, zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ helles Holz haben, dass sie kaum gebleicht werden müssen, dass sie sehr viel Zellulose und wenig Lignin haben. Das macht sich gut für die
für die Verarbeitung zu diesem Woodpulp, zu diesem Holzbrei, der dann für die Papierherstellung verwendet wird. Aber da fällt auch immer noch ein gewisser Anteil an Lignin an, der dann für Holzprodukte verwendet wird und so weiter. Wenn es hier um den Papier-Eukalyptus geht, der hat hier Umschlagzeiten von 5,5 Jahren bis 7 Jahren eigentlich normal. Also länger steht er nicht. Wenn der Eukalyptus länger als 10 Jahre steht, der Papier-Eukalyptus, ist er nicht mehr für Papier zu gebrauchen. Aber auch nicht für Holz. Also kann man nicht sägen oder so. Also der muss dann innerhalb dieser relativ kurzen Fenster von 5,5 bis 10 Jahren muss der geerntet werden. Und ich habe tatsächlich, hier gibt es ein Valle dos Eukalyptus, hier um die Ecke ein wunderschön gelegenes Pension, Hotel, die nur die Schwierigkeit haben, dass es hier so feucht und unangenehm ist, Teile des Jahres. Da haben wir mal eine Weile übernachtet und haben den Besitzer gefragt, warum das so heißt, das Tal, Eukalyptustal. Und so. Ja, er hat das so genannt, weil er hat hier 110 Hektar, waren es glaube ich, oder waren es sogar 200 Hektar. Aber deutlich über 100 Hektar Eukalyptus gepflanzt. Aber weil das Eukalyptus dann, also die Papierindustrie hier, es gibt ja ganz in der Nähe offensichtlich Papierwerke oder Woodpipe-Werke, also diesen Holzbrei produzieren für den Export, die haben so viele Investoren, Landbesitzer davon überzeugt, Eukalyptus zu pflanzen für sie im Vorfeld, damit sie eben genug Material haben, damit sie ihre Rieseninvestitionen von Fabriken, die 2 Millionen Tonnen, 1 bis 2 Millionen Tonnen Papierbrei, Holzbrei im Jahr produzieren, dass die auch ausgelastet werden. Da haben die so viele Investoren davon überzeugt, so viele Landbesitzer Eukalyptus zu pflanzen, dass der Preis inzwischen, also nach wenigen Jahren, so in den Keller gegangen ist, aber so in den Keller, dass es sich nicht lohnt, den Eukalyptus zu fällen und an die Papierindustrie zu verkaufen. Kann man genauso gut stehen lassen, man kriegt nichts dafür. Es kostet so und so viel, das zu fällen und dahin zu bringen. Und den Erlös, den man da erzielt, kann man sich auch sparen. Man muss es danach ja auch wieder aufforsten und so. Also wenn man die Erlöse betrachtet, hat er es einfach stehen lassen, hat er nichts gemacht. Für Holz ist es nicht wirklich verwendbar, weil es kein gutes Sägeholz ist. Die Stämme sind zu schmal und die Qualität des Holzes ist nicht, wegen dieser Sorte ist es nicht so gut dafür, weil er eben wenig Lignin, viel Zellulose hat. Dann steht das da. Ne? So, jetzt ist es über 10 Jahre alt, jetzt kann er es nicht mehr als Papier verkaufen, die Preise sind immer noch im Keller. Würde sich auch immer noch nicht lohnen. Jetzt überlegt er, ob er da zum Beispiel eine Holzkohlennutzung macht. Aber das Problem ist natürlich gut, er könnte jetzt eine Holzkohleproduktion da machen oder das an Holzkohleproduzenten verkaufen, aber da gibt es keinen hier in der Region, der das braucht. Das heißt, das müsste dann schon hunderte Kilometer weit gefahren werden, zum Beispiel nach Minas Gerais hier zu den Erzminen, die das dann verhütten. Ja, also jetzt steht da also ein älterer Eukalyptuswald, der keine Nutzung mehr hat und langsam verwildert und okay, das nur zum Hinweis, also der Eukalyptuspreis ist total im Keller und wenn Sie sich überlegen, was es in Deutschland braucht, damit so ein Baum 30, 35 Meter hoch wächst, damit er so einen Holzzuwachs erreicht, also der Holzzuwachs hier von diesen Bäumen, Eukalyptusbäumen im Jahr ist, im Durchschnitt liegt er bei über 50, eher so 60 Kubikmeter im Jahr. Und die guten Standorte, und hier gerade in der Nähe von Sao Paulo hat man gute Standorte, in den guten Standorten erreicht er problemlos 100 Kubikmeter im Jahr. Das ist keine Ausnahme. Das ist 30% der Bestände haben hier definitiv 100 Kubikmeter Zuwachs im Jahr. Also das sind Größenordnungen, da schlackern im deutschen Forstwirt die Ohren, der krebelt da irgendwo bei 5 bis 10 Kubikmeter Holzzuwachs im Jahr pro Hektar rum, während die hier, wie gesagt, also den Eukalyptus-Code, den Waldplantagen-Code geknackt haben und das Ding auf tatsächlich bis zu 100 Kubikmeter oder sogar mehr als 100 Kubikmeter Jahreszuwachs Hektar getrieben haben. Okay, ich werde noch ein bisschen, gleich kommt das dann auch von der
Autobahn, wo ich das nochmal in der Natur zeige. Noch ein paar Daten dazu. 100.000 Hektar braucht man, 100.000 Hektar Eukalyptus braucht man für 1 Million Tonnen Jahresproduktion Holzbrei. Holzbrei ist wahrscheinlich nicht der perfekte deutsche Ausdruck. Woodpipe in Englisch, wie das in Deutsch heißt, weiß ich jetzt auch nicht, aber Holzbrei ist es. Und der wird dann typischerweise, der wird in Küstennähe, Flussnähe, hat man diese Fabriken, die Holzbrei zum großen Teil für den Export produzieren. Da geht nur, also es war früher sicherlich die Hälfte, in Zukunft wird es eher ein Viertel, ein Drittel, ein Viertel sein und so. Was in Brasilien bleibt, die Hälfte geht heute schon in den Export oder noch mehr als die Hälfte und es wird deutlich, deutlich, deutlich mehr werden, was in den Export geht. Als Holzbrei, und da gibt es die entsprechenden Schiffe, da wird das wahrscheinlich aufgepumpt und verschifft eben zu den europäischen Papierfabriken, zu den chinesischen Papierfabriken. Die, die es brauchen und kein eigenes Holz haben nach Japan, die können sich auf dem Weltmarkt hier bedienen und tun das immer, immer mehr. Also die Abnahme scheint nicht das Problem zu sein. Brasilien ist konkurrenzlos, was ihre Produktivität und ihre Preise angeht. Es ist unglaublich. Das heißt aber auch, wenn hier 100 Kubikmeter Holz im Jahr zuwachsen, dass im Grunde Naturwälder, heute werden für Papier oftmals in Russland, Schweden und sonst wo oftmals noch langsam gewachsene Naturwälder abgeholzt, die um den gleichen Holzzuwachs zu erreichen, den die hier nach 6 Jahren haben, nach 5,5 Jahren haben, brauchen die 100 Jahre und mehr. Und da gehen wir hin und holzen das ab und dann wächst es langsam wieder nach. Okay, jeder Hektar Eukalyptuswald hier schützt, also mit den Umtriebszahlen 10 reicht gar nicht. 20, 30, 40 Hektar an Urwald, an Naturwald, die sonst für diesen Zellstoffbedarf abgeholzt würden. Und der Punkt ist, es lohnt sich nicht mal, einen Urwald ab. Selbst wenn du den umsonst kriegst, es ist so günstig. Der Eukalyptus ist nah an der Fabrik. Die können den im 50 Kilometer Umkreis um die Fabriken bauen, haben die ihre Eukalyptusplantagen. Diese großen Konzerne in Brasilien, Fibra, Sozua, die haben, also die planen das Ding wirklich generalstabsmäßig von vorne bis hinten durch, setzen da eine Fabrik hin mit Kapazitäten 500.000, 1 Million, 2 Millionen Kubikmeter Holzbrei im Jahr Kapazität, haben rundherum alles Land, was irgendwie verfügbar ist, aufgekauft, werden dabei auch oft von den lokalen Regierungen, Bundesstaaten und auch von der Zentralregierung unterstützt. Und kaufen dieses Land auf, legen ihre Holzplantagen an, kommen dann eben 5 Jahre später mit dem Ausbau ihrer Fabrik soweit. Und dann geht es eben Schlag auf Schlag. Dann wird alle 5 bis 7 Jahre hier erfolgt der Umtrieb. Und die brauchen für 1 Million Tonnen Jahresproduktion 100.000 Hektar. 100.000 Hektar Eukalyptus. Und jetzt können wir mal überlegen, was das für eine Fläche ist, 100.000 Hektar. 100.000 Hektar, 1 Quadratkilometer sind 100 Hektar. Zack, zack, 10 mal 10. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Ne? Dann haben wir entsprechend 1 Quadratkilometer. Kilometer mal Kilometer sind 10 mal 10 sind 100 Hektar. Und für 100.000 Hektar sind also 1.000 Quadratkilometer. 1.000 Quadratkilometer ist ein Quadrat von 33 mal 30 Kilometer. 33 mal 30 Kilometer, das brauchen die für 1 Million an Eukalyptus, das brauchen die für 1 Million Tonnen Jahresproduktion. 2017, also die Zahlen sind extrem gestiegen, wir waren irgendwie bei 2010, ich zeige gleich diese Statistik, wir waren 2010 irgendwie bei 10 Millionen Kubikmeter Jahresproduktion in Kapazität in Brasilien. 2017 sind wir schon bei 20 Millionen Kubikmeter Jahresproduktion in Brasilien.
2020 werden wir bei 37 Millionen Kubikmeter Jahresproduktion sein. Also da kann man also, aber das sind, wie gesagt, am Ende sind es doch relativ kleine Flächen. 33 mal 30 Kilometer reicht für 1 Million Tonnen aus. Also ist nicht so, dass hier halb Brasilien mit Eukalyptus bedeckt wird, sondern da, wo die günstigen verkehrstechnischen Bedingungen sind, da, wo die ihre Fabriken hinstellen, da hat man natürlich extrem viel Eukalyptus. Aber in der Tiefe des Landes, sag ich mal, der Regenwald wird davon nicht wirklich betroffen. Es wird überwiegend degradiertes Weideland, Ackerland verwendet, was sowieso nicht mehr gut für Landwirtschaft verwendbar ist. Der Eukalyptus wächst ja überall. Und es wird... ja, es wird zum Teil degradierter Naturwald abgeholzt, aber eben in einer relativ kleinen Größenordnung. Es ist nichts mit dem Raubbau, der im Amazonien passiert, zu vergleichen, sondern das ist wirklich, ja, eigentlich ist der Eukalyptus-Plantagenwirtschaft in Brasilien ist in gewisser Weise ein Schutz der Urwälder. Weil die Urwälder weit weg liegen, viel höhere Transportkosten, viel höhere Logistikkosten, weil die nicht so schön gerade und gleichmäßig und so, da kann der eine Arbeiter hier an einem Tag so einen Hektar runterlegen mit einem Vollerntermaschine und den fein säuberlich in 4 Meter Stücken, wir gucken uns das gleich an, dahinlegen. Da macht er einen Hektar an einem Tag in einem Naturwald, da sind Baumstämme umgestürzt, da sind Kuhlen, da sind Sümpfe und Teiche und allein von Erntekosten her kommst du da nicht ran. Dann die Logistikkosten. Also mit anderen Worten, es wird sich zukünftig nicht mehr lohnen, irgendwo Naturwald für Papier oder Holz zu nutzen, abzuholzen. Es ist ökonomisch völlig undenkbar, dass die mit Eukalyptus konkurrieren können. Also das ist definitiv schon mal eine positive Entwicklung. Da sage ich also, Mensch, herzlichen Glückwunsch für diese geniale Idee. Und Papier brauchen wir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vom Klopapier über die Kartons, die wir ja auch für unseren Versand brauchen bei Triaterra, bis über Werbematerial, bis über Bücher und dergleichen. Und wir haben ja inzwischen auch in Deutschland, jedenfalls in Europa, relativ hohe Altpapieranteile. Was ich Ihnen aber sagen kann, ich nutze zum Beispiel wahnsinnig gerne Küchenpapier. Und bin begeistert, das dann danach zu kompostieren. Ne? Samt Dreck gleich alles mit auf den Kompost. Die Regenwürmer lieben es, Papier und Pappe zu fressen. Und das ist typischerweise auch so hergestellt, dass da keine großartigen Giftstoffe drin sind. Das heißt, das wird alles gut abgebaut und gefressen. In Indien wurde ich sogar schon mal von Kühen attackiert, weil sie meine Pappe fressen wollte, meinen Pappkarton, den ich in der Hand hielt. Also selbst Kühe fressen, wenn sie nichts anderes kriegen, Pappe. Das nur so als Hinweis, also es ist in einer gewissen Tendenz auch eine Möglichkeit, über Papier- und Pappennutzung für Kompost zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit woanders zu heben und da organische Substanz mit zu haben. Okay, also ich sehe Eukalyptus nicht so kritisch, definitiv nicht so kritisch, wie das viele Umweltverbände tun, weil in der Summe haben wir relativ kleine Flächen Eukalyptus. Im Vergleich zu den wahnsinnigen Produktionen, die erreichen. Und wir schützen damit viel, viel, vielfache Menge, die 10, 20, 30-fache, das weiß ich gar nicht, weil die Naturwälder ja viel langsamer aufwachsen. Wir schützen die vielfache Menge an, also wirklich 20, 30-fache Menge und mehr an Naturwäldern, wenn wir Eukalyptusplantagen zulassen. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Jetzt wäre natürlich der Fehler, hinzugehen und zu sagen, na gut, jetzt ist Papier vielleicht zu billig oder dieser Woodpipe, dieser Papierbrei so billig oder wir können eben billig Holzhackschnitzel produzieren. Das machen ja dann unsere fehlgeleiteten Umweltschützer in Deutschland auch gerne und propagieren Holz als nachwachsenden Rohstoff für die Verbrennung, für die Energiegewinnung. Und das ist und bleibt albern. Also dann muss man wirklich die Urwälder Amazonien abholzen und mit Eukalyptus ersetzen. Dann könnte vielleicht Europa davon seinen Energiebedarf decken. Aber es ist die Umweltzerstörung, die wir machen müssten, das Ausmaß, was Eukalyptus annehmen müsste, um Holzhackschnitzel, Energieholz
für eine Nutzung in Europa hier anzubauen, dort rüber zu schaffen, und anders geht es ja nicht, in Europa wächst das zu langsam. Dann würden wir die Vorteile, die wir durch Eukalyptus haben, wieder verlieren. Dann doch lieber sauberes Gas, was mit relativ wenigen Abgasen verbrennt und auch einen geringen Kohlendioxidanteil hat, obwohl das meiner Meinung nach nicht ein wesentliches Problem ist. Gucken Sie auf Begrünung der Erde durch wachsenden Kohlendioxidgehalt. Habe ich ein Video zu aufgenommen. Okay. Jetzt gehe ich mal kurz runter, dann zeige ich Ihnen meinen Computer mit der Statistik. Und dann noch, heutzutage wird Eukalyptus angebaut als Monokultur, wirklich Monokultur. Es hat sich schon etwas verbessert, es wird nicht mehr auf erosionsgefährdeten Hängen angebaut, das machen sie nicht mehr. Es wird ein bisschen Naturwald integriert, also eben auf Steilhängen bei Gewässern, man hält deutlich höhere Abstände. Aber man wird noch relativ viel Glyphosat angewendet. Es gibt noch großes Verbesserungspotenzial, was aber die Ökonomie nicht verschlechtern muss. Und dazu kommen wir gleich. So, weiter geht's. Hier die von mir besprochene Statistik, die ich gefunden habe, gar nicht so einfach zu finden. Wir sehen hier, es geht 2005 los mit bisschen über 10, 13, 12, ist das 2005, 2000, die Zahlen, ich glaube, Moment, muss ich selber nochmal die Zahlen schauen, da, 2008. 2008 geht es los, vor 9 Jahren hier mit bisschen über 10, 12, 13 Millionen Tonnen Kapazität, und das entspricht dann auch ungefähr immer der Produktion. Die Produktion ist immer 1, 2 Millionen Tonnen weniger. So, und dann geht's rauf. Wird jedes Jahr mehr oder weniger 1-2 Millionen Tonnen zugebaut. Jetzt 2017 sind wir bei, 2016 waren wir bei 20 Millionen, 2017 sind wir bei 23 Millionen. Wir werden 2019 werden wir 25 Millionen erreichen, und dann machen wir nach 2020 einen riesigen Sprung. Da gehen eben gleich 3-4 riesige Fabriken oder ja, wahrscheinlich sogar mehr, 5-6 Fabriken mit 1-2 Millionen Tonnen je, gehen da online sozusagen, sind gebaut, sind investiert, sind in der, jetzt in der Planung bzw. schon in der Umsetzung. Und da geht es rauf auf über 35, 36, 37 Millionen Kubikmeter werden die hier produzieren. Also Sie können davon ausgehen, dass in wenigen Jahren, zum Teil heute schon, aber in wenigen Jahren im großen Umfang Ihr Papier aus Brasilien kommt. Aus Eukalyptusplantagen. So, mal gucken, ob wir das schaffen mit dem Ton. Direkt von der Autobahn. Hier gegenüber sieht man einen exemplarischen Eukalyptushain. Dicht gepflanzt, ungefähr 1000 Bäume pro Hektar. Alle 3 Meter ein Baum. Typischerweise, wenn man ganz genau hinsieht, ich weiß nicht, ob wir das können, kann ich ranzoomen, weiß ich nicht genau. Versuche mal ranzuzoomen. Wenn man unten schaut, da wächst eher nichts, da sind sie nochmal durchgegangen dieses Jahr mit Glyphosat typischerweise und haben unten nochmal alles tot gespritzt. Diese Bäume hier sind, nach wie alt werden die sein? 3 Jahre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, 3 Jahre alt. Und in weiteren 2 Jahren sind die Dinger 25 Meter hoch. Und das geht hier ohne Unterlass. Ich zoome mal wieder zurück. Das geht hier ohne Unterlass. Wir fahren seit 20 Minuten an Eukalyptuswäldern in verschiedenen Wachstumsstufen vorbei. Und hier musste ich anhalten, weil wir sehen das hier. Ein Erntezustand von Eukalyptus. Eukalyptus im Erntezustand, jawohl. Nach 5,5 Jahren
30, 35 Meter hoch. Jedes Jahr 6 Meter Wachstum. Ist der Eukalyptus erntereif. Das ist der Papier-Eukalyptus. Der wächst besonders schnell. Hat besonders helles Holz, leicht verarbeitetes Holz mit wenig Lignin, viel Zellulose. Und man sieht hier, die Holzhaufen haben sich schon zusammengekarrt. Die ganzen Äste und das Material liegt noch da. Und da haben sie offensichtlich bis zum Schluss fast jedes Jahr Glyphosat gespritzt. Das Unkraut bzw. die Gräser und dergleichen unten kaputt gespritzt, was eigentlich Unsinn ist, weil ich sag mal, ab dem zweiten Jahr muss man bei Eukalyptus nichts mehr spritzen. So, ganz weit da vorne. Wir zoomen mal ran. Mal gucken, ob wir das raufkriegen. Ganz weit da vorne sehen wir einen Ernter. Oder einen Verlader. Ist das ein Ernter oder ein Verlader? Der verliebt, ne? Moment, komm ich schon drauf. Die Sonne scheint. Ganz ruhig halten. Das muss ich ganz ruhig halten. Der lädt also die einzelnen Holzhaufen jetzt auf. Da gibt es so eine Erntemaschine, die macht einen so einen Baum in einer Minute runter, entrinden, entasten, alles in, was sind das, 4 Meter lange Stücken schneiden und dann auf den Haufen legen. Und diese Riesenwüste hier ist also Teil einer solchen riesen Eukalyptusplantage. Das heißt, hier in der Nähe gibt es irgendwo ein Papierwerk, die all diese Leute hier animiert haben, beziehungsweise große Investoren in dem Falle sicherlich, Eukalyptus zu pflanzen. Versuchen aus dem Auto raus ein paar Bilder zu machen. Also gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Die Familie sitzt in der Klimaanlage im Auto, die können ein bisschen warten. Kubikmeter Holzzuwachs im Jahr, wenn ich die Zahl richtig habe, gut 100 Kubikmeter. Da schlackern jedem Forstwirt die Ohren. In Deutschland schafft er ein Sechstel davon. 20 Kubikmeter, da ist er schon gut. Es gibt ein paar Kulturen, die sind ein bisschen fixer, aber ich sag mal, Kiefern, schlechter Boden. Da sehen die Kiefern nach 70 Jahren noch nicht so aus wie der Eukalyptus hier nach 5,5. Das wird gepflanzt wie Gemüse. Eine Pflanze, kein Ausasten, kein... kein Durchforsten, nix. Er wird gepflanzt und geerntet nach 5,5 Jahren und fertig. Und zwischendurch gehen die durch und spritzen die Sachen tot. Das ist zunächst mal... Wenn Sie sich überlegen, da kommt auch Ihr Papier her. Das ist nicht hier irgendwie die dämlichen Brasilianer. Sie können davon ausgehen, dass Ihr Papier auch hierher kommt. Die Brasilianer sind ganz groß im Papiergeschäft. Ich weiß nicht, liefern garantiert die Hälfte des weltweiten Papiers. Und ja. Wenn ich mir dazu angucke, da gehen natürlich sofort ein paar Lampen hoch und sagen, Mensch, das kann man noch besser machen. Stellt euch doch nicht so dumm an. Erste natürlich, was braucht der Eukalyptus noch? Glyphosat, Herbizide nach dem zweiten Jahr. Wenn das Ding 6 Meter hoch ist, was soll da, was stört das, wenn da unten ein bisschen Gras wächst? Stört überhaupt nicht. Selbst wenn man im Notfall da mal
bisschen Wachstum verlieren sollte, aber ich glaube es noch nicht mal. Das ist reine, wie soll man sagen, überkandidelte Sauberkeit. Ein Jahr unten sauber halten reicht aus und dann kann der wachsen. Maximal noch ein zweites Jahr, aber das war's dann. Man muss nicht hier im dritten, vierten, fünften Jahr noch Flächenbehandlung machen. Tatsächlich würde ich mir sogar überlegen, ob man da unten nicht was ansehen kann, was vielleicht sogar noch hilft. Irgendwelche Leguminosen, Grama Amendoin zum Beispiel, vielleicht Luzerne, kann man mal probieren, die da unten wachsen kann und sogar noch Bodenfruchtbarkeit steigern kann. Der Eukalyptus braucht auch Dünger, da wird typischerweise Stickstoff gedüngt und ein bisschen Phosphor. Und das nächste wäre natürlich, der Eukalyptus ist natürlich ein unglaublich leistungsfähiger Baum, sehr gesund, sehr einfach zu ernten. Da gibt es kaum einen zweiten, der damit mithalten kann. Aber denken Sie mal, es gibt zum Beispiel bestimmte Akazienarten, Albizia falcateria, der schnellste Baum der Welt, kommt aus den Philippinen. Da gibt es vielleicht Zuchtsorten, die da mithalten können, eventuell Acacia mangium, ein Akazienbaum, der hier auch zur Holzgewinnung eingesetzt wird. Vielleicht gibt es da Papiervarietäten, die noch schneller wachsen. Die könnten das quasi mischen, 50-50 mischen mit einem stickstoffbindenden Baum. Das würde den Stickstoffdüngerbedarf extrem reduzieren, würde wahrscheinlich die Erträge nicht schmälern, im Gegenteil, vielleicht sogar noch stabilisieren. Und wir hätten sofort ein bisschen mehr Biodiversität drin. Quasi gleich verdoppelt die Anzahl an Insekten und allen möglichen, die hier leben können. Und das nächste ist natürlich, warum in Gottes Namen riesige Wälder ohne jegliche Struktur? Selbstverständlich würde man hier per Gesetz, per Kontrolle durchsetzen, dass man alle 100 Meter einen 10 Meter Streifen Naturwald reinhauen muss, der drin bleiben muss, der nicht abgeerntet wird. Alle 100 Meter, 10 Meter Naturwald, da 10% der Fläche, das ist nicht zu viel verlangt. Und so bleibt die Fläche für die Einheimischen und für die Tierwelt erhalten. Und die entsprechenden Korridore zwischen den Naturwäldern können die durchaus auch mal überwinden. Da kann dann sogar eine Orang-Utan hier ganz gut klarkommen. Und das nächste wäre natürlich, nicht alles auf einmal so abzuholzen. Das ist ein verdammt schlechter Plan. Sondern, dass man die Wachstumsstadien besser mischt, sodass man nicht auf einmal ganze Bergkuppen, ganze Täler abholzt, sondern dass man nach und nach die Stück für Stück immer ein paar Hektar die Sachen abholzt. Ist technisch kein Deut teurer und verlangt nur ein bisschen mehr intelligente Planung. Also prinzipiell Eukalyptus eine Wahnsinnskultur, die unheimlich viele Wälder rettet, weil sie in so kurzer Zeit solche unheimliche Leistungen bringt. Und ein Großteil des Papiers der Welt kommt inzwischen aus solchen Kulturen. Es lohnt sich nicht mehr, Urwald abzuholzen oder irgendeinen unregelmäßig gewachsenen Wald. Eukalyptus ist so billig und so gut zu ernten und so schön zu verarbeiten, dass das schützt auch die Urwälder. Aber natürlich, man kann das noch viel, viel intelligenter machen und den Naturwaldwert hier sozusagen nicht völlig zerstören wie auf diesen Flächen, sondern man kann das tatsächlich noch kombinieren und halb Naturwald daraus machen. Ein besonders lautes Motorrad. Okay, also mit nur 10% Naturwald dazwischen, mit kleineren Stücken, mit Mischkultur, mit Akazien und mit einer geplanten Untersaat unter dem Eukalyptus würde die Sache interessant werden. Da würde man sagen, ja, das ist ein Forst, ein Eukalyptusanbau, mit dem man zufrieden sein kann. Das würde gehen, ist gar nicht so schwer vorstellbar. Nur ein kleiner Schritt und dann haben wir es soweit. So, jetzt haben Sie gesehen,
meinen kleinen Zwischenstopp an der Autobahn, wo meine Familie in der Klimaanlage im klimagekühlten Auto saß und ich nicht anders konnte. Ich musste auf der Autobahn anhalten, an die Seite fahren und diesen besonders beeindruckenden Eukalyptusplantagen und diese besonders beeindruckende Abholzung, die ja gerade im Gange war, angucken. Nochmal kurz zu den Daten, wie Eukalyptus angebaut wird. Sie können sagen, also es wird wirklich wie Gemüse gepflanzt. Also man hat eben so ein kleines Pflänzchen hier. Ne? Größer sind sie nicht. So kommen die, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. So kommen die in die Erde. Alle 3 bis 4 Meter. Alle 3 Meter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja? 2,5 bis 3 Meter. Für Papier wird es ein bisschen enger gepflanzt. Also alle 3 Meter kommt hier so ein kleines Pflänzchen in die Erde. Der Boden ist also schon mal überwiegend nackt. Muss vorher auch halbwegs unkrautfrei gemacht werden, damit eben da nichts anderes kommt und das schnell überwuchert, beziehungsweise da in Wasser- und Nährstoffkonkurrenz geht. Das könnte man natürlich auch mit Bodenbearbeitung machen oder so, wird aber typischerweise mit Glyphosat gemacht. Hier wird zumindest am Anfang erstmal Glyphosat gespritzt und alles totgespritzt. So, dann pflanzt man die Dinger, dann brauchen die so 2-3 Monate, bis sie da stehen und sich denken, wo bin ich hier, wie sieht's aus, ich fange schon mal an Wurzeln zu bilden und dann geht's los. Dann kriegen sie ihren Wachstumsstoß sozusagen und dann eben im ersten Jahr 6 Meter Wachstum, im zweiten Jahr 6 Meter Wachstum, im dritten Jahr 6 Meter Wachstum und dann steht da schon ein Baum, der in Deutschland praktisch 50, 70 Jahre braucht, um so hoch zu wachsen. Die Stämme bleiben relativ dünn, also er hat offensichtlich eine gute Stammstabilität, knicken auch bei Stürmen oder so, habe ich die selten je gesehen, dass irgendwas umkippt. Also das ist, die Stämme sind recht dünn und also wirklich wie Gemüse, da fällt kein Baum aus, da wächst kein Baum irgendwie quer oder schief. Wenn man an der Autobahn dran vorbeifährt, dann hat man diesen Effekt, supp, Schneise durch den Wald, kann man schon sehen, supp, Schneise durch den Wald. Da immer, wo die 3 Meter eben vorbei sind, zack, 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 kann man wunderbar durch den ganzen Wald schauen. Eine riesige Galerie, also akkuratestes, gleichmäßiges Wachstum. Und wird gepflanzt, wird geguckt, dass da unten nicht so viel hochwächst und dann wird er gefällt. Das war's. Diese Glyphosatbehandlung macht man typischerweise wahrscheinlich nicht nur einmal. Entweder man macht sie so nachhaltig, dass nichts anderes mehr aufwächst, aber das glaube ich fast nicht. Da sind ja Samen und alles mögliche im Boden und es fällt ja noch genug Licht nach unten und in Brasilien schafft er es eben nicht, den Boden so stark auszutrocknen. Hier gibt es auch keine Waldbrandgefahr im Wesentlichen, also das scheint hier in Brasilien kaum ein Thema zu sein. Anders als in Kalifornien oder in Chile oder Argentinien, wo das lange ausgeprägte Trockenzeiten gibt, die gibt es hier in Brasilien nicht. Waldbrände habe ich hier nie erlebt, nie berichtet gehört, dass das hier ein großes Thema wäre. Genau, so, also das ist nicht das Problem. Die Feuchtigkeit ist da und auch die Feuchtigkeit für den Unterwuchs wäre da, aber es wird eben mindestens 2 Jahre lang totgespritzt. Ich habe den Verdacht vielleicht sogar noch danach nochmal. Wobei es danach sicherlich nicht mehr nötig ist. Also eigentlich ist es im ersten Jahr muss man die Konkurrenz drunter halten, aber wer will über einen 6 Meter hohen Eukalyptus drüber wachsen? Das nächste, was gemacht wird, ist Düngen. Man muss den Eukalyptus schon ein bisschen düngen. Und der Eukalyptus selber bindet ja keinen Stickstoff. Der hat zwar gute Wurzeln, aber er bindet keinen Stickstoff. Er kann sehr gut Wasser ziehen, sodass vor allen Dingen eine Stickstoffdüngung, aber es wird auch ein bisschen Phosphor und ein paar andere Mineralien gedüngt wahrscheinlich, auch ein paar Spurenelemente, damit der Boden fruchtbar bleibt. Und die Konzerne, die großen Konzerne, haben auch ein Interesse daran, dass die Böden fruchtbar bleiben, weil sie besitzen die Böden und wollen ja, haben ja eine Fabrik gebaut, die sie die nächsten 30 Jahre, sag ich mal, mindestens laufen lassen wollen. Und drumherum eben diese entsprechenden Flächen gekauft und Plantagen gepflanzt. Und die wollen natürlich 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, alle 7 Jahre, alle 5 Jahre wollen sie hier Umtrieb machen, wollen sie neu pflanzen. Und dementsprechend brauchen sie die langfristige Bodenfruchtbarkeit. Also zumindest werden sie es nicht so machen, dass sie die Bodenfruchtbarkeit komplett zerstören. Das tun sie nicht.
Sie gucken schon, dass sie die Nährstoffbilanz ausgleichen. Sie gucken, dass sie den Wasserhaushalt nicht komplett zerstören. Sie gucken, dass sie keine Mega-Erosion haben. Also es ist hier nicht eine komplette Zerstörung, die hier Raubbau wieder passiert, wenn wir in den Naturwald gehen und den einfach abholzen. Das machen die definitiv nicht. Die gucken schon, dass zumindest der Eukalyptus immer wächst. Aber der Eukalyptus wächst auf sehr, sehr schlechten Flächen, wie ich schon andeutete. Also da kann man noch sehr viel verbessern. Dazu kommen wir gleich. Es wird also ein bisschen gedüngt. Ja, und dann nach 5,5 Jahren kommt die Maschine, entrindet die, also zack, ne, das ist so ein, sieht aus wie ein kleiner Bagger auf Raupen, auf Ketten. Schnappt sich den Baum, schneidet den ab. Dann geht's, der ist ja 30 Meter hoch, 35 Meter hoch. Der wird dann zack, so zur Seite gelegt. Dann zieht er dadurch 4 Meter entrindet, entastet, geschnitten. 4 Meter entrindet, entastet, geschnitten. 4 Meter entrindet, entastet, geschnitten. Und dann liegt der Baum da innerhalb von einer Minute oder was weiß ich. Ja, gibt es da so Videos im Internet, gucken Sie sich das an. Innerhalb von einer Minute liegt der Baum da in 4 Meter Stücken oder 5 Meter Stücken zersägt. Und da macht er immer so kleine Häufchen mit den Stämmen. Die der Greifer dann, und dann kommt später eben der Greifer, bringt das an den Weg, und man sieht hier sehr oft auf den Straßen eben diese großen 60 Tonner, ja, hier fahren 60 Tonner über lange 30 Meter, 25 bis 30 Meter lange Züge, also LKWs, länger und schwerer als sie in Deutschland fahren dürfen, die dann eben voll zum Beispiel sind mit Eukalyptusholz. Aber es gibt ja auch alle mit den anderen langen, also mit Zuckerrohr und alles Mögliche. Genau, also das ist die typische Anbauweise, und die hat offensichtlich einiges an Verbesserungspotenzial, und das will ich Ihnen nochmal kurz, ich sage es nachher auch im Video auf der Autobahn, oder ich hatte es gesagt im Video auf der Autobahn, aber das würde ich jetzt doch gerne nochmal vielleicht mit einem besseren Ton und ein bisschen deutlicher nochmal sagen. Die erste Lösung wäre natürlich, maximal einmal Glyphosat, ein Herbizid zu verwenden, vielleicht gar nicht, aber wenn, dann maximal einmal, und ansonsten eine biologische Unkrautkontrolle zu machen, beziehungsweise eine Untersaat. Das braucht der Eukalyptus eigentlich, eine Untersaat, die ihm vielleicht sogar hilft, die anderes Unkraut unterdrückt, also andere Bäumchen und was da hochkommen will, und da wäre natürlich der, oder was heißt natürlich, aber ich habe gerade ein Buch gelesen über Auswanderer aus Deutschland nach Argentinien aus den 1920er Jahren, und da heißt es nur alles voll Alfalfa. Alfalfa, 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 also Luzerne, Alfalfa, also eine Kleepflanze, ganz tiefe Wurzeln, kann auch mit ganz wenig Wasser klarkommen, also der müsste die Konkurrenz mit dem Eukalyptus bestehen, und bindet Stickstoff, und zwar richtig, richtig viel Stickstoff. Und das ist genau das, was dem Eukalyptus fehlt, Stickstoff. Der Alfalfa als Untersaat kann also dem Eukalyptus wahrscheinlich schon einen Großteil seines Düngers liefern, besteht in der Konkurrenz mit dem Eukalyptus, und gerade dann eben in den Umtriebszeiten, also wenn er dann etabliert ist, der Alfalfa, kann man vielleicht sogar überlegen, ob man den eben nicht umbricht und neu einsät, sondern drauf lässt. Naja, da kann man dann gucken. Ne? Aber eine etablierte Untersaat, seien es bestimmte Gräser, die nicht in Konkurrenz treten, seien es eben Alfalfa, Luzerne oder andere Kleesachen, passen hier definitiv rein und müssten eigentlich wie die Faust aufs Auge zum Eukalyptus passen. Sofort die Biodiversität extrem erhöht. Da können Sie sofort eine riesen Bienen- und Honigproduktion machen, weil der Alfalfa Luzerne ist ein mega Honig- und Bienenfutter. Mega Honigproduzent. Wenn Sie die Flächen mit Honigwirtschaft machen, dann haben Sie Honig für die ganze Welt. Also das wäre dann gleich der zweite schöne Nutzen, wenn man da zum Beispiel Alfalfa reinnimmt. Aber man kann da ruhig auch ein bisschen spielen. Warum nur Alfalfa? Da gibt es sicherlich noch ein paar andere Sachen. Vielleicht noch Weißklee, Rotklee, was wir aus Deutschland kennen. Aber es gibt hier sicherlich noch ein paar tropische, subtropische Untersaatpflanzen, die da vielleicht in Frage kommen. Aber Weißklee, Rotklee, Alfalfa. Alfalfa wird definitiv auch hier gut wachsen. Das ist schon ganz klar. Genau. Und es hätte sehr, sehr große Auswirkungen auf die langfristige Bodenfruchtbarkeit. Selbst wenn es eventuell im ersten Ansaat vielleicht ein halbes Jahr kostet, dass er dann ein bisschen langsamer wächst, aber im zweiten Jahr, in der zweiten Plantage
wenn man dann einmal zweiten Umtrieb macht, der Boden viel, viel fruchtbarer. Aus der letzten Eukalyptuskultur in die nächste Eukalyptuskultur geht, dann wird es interessant. Achso, das ist auch noch so ein Ding vom Eukalyptus, von seiner extremen Lebensfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Der hat keine Schädlinge. Es ist nicht, also er wächst ja auch so schnell. Welcher Schädling will da hinterherkommen? Welche Termite, welcher Pilz will den da angreifen in 5 Jahren? Ne? Es gibt bis heute keine ernsthaften Schädlingsprobleme mit Eukalyptus. Das ist so ein unglaublich widerstandsfähiger Baum und ja im Wachstum so schnell, dass er wahrscheinlich den Schädling auch einfach davon wächst. Aber er hat natürlich auch einiges an ätherischen Ölen. Ne? Das Eukalyptusöl, was wir ja gut für die Lunge, für Krankheiten auch als Heilmittel verwenden oder einfach als in angenehmen Geruch verwenden. Das ist ja so ein Stoff, der eben auch Fraßfeinde und so abschrecken soll. Okay, Untersaat, Mischkultur. Es gibt wahrscheinlich Bäume, die mit dem Eukalyptus ein Stück weit mithalten können, beziehungsweise sogar gleichziehen können unter bestimmten Bedingungen. Mithalten können müsste Acacia mangium. Es ist ein Forstbaum hier, auch ein Plantagenbaum, der stickstoffbindend ist, wie ein Akazienbaum, stickstoffbindend, das haben die mit den gefiederten Blättern typischerweise. Ne? Und das ist also auch wieder genau das Gegenstück, was dem Eukalyptus fehlt, der Stickstoff. Ne? Der Eukalyptus liefert eben das schnelle Wachstum, braucht aber den Stickstoff. Wenn auf der anderen Seite ein Baum steht, der den Stickstoff liefert, die helfen sich. Könnte man vielleicht 50-50 oder 30-70%, 30% Akazien, 70% Eukalyptus machen in so einer Plantage. Und der Akazienbaum ist eben auch sehr wertvoll und wenn man da die richtige Varietät nimmt, auch definitiv als zur Papierverwendung, Papiergewinnung geeignet. Also mein Favorit wäre hier lokal quasi der schon bekannte Acacia mangium Baum. Ein anderer Baum, der hier in Brasilien noch kaum angebaut wird, aber offiziell der schnellstwachsendste Baum der Welt ist und auch in Forstplantagen verwendet wird, ist Albizia, Albizia falcatria. Albizia falcatria, auch ein Akazienbaum, auch diese gefiederten Blätter, auch stickstoffbindend, jawohl, hat ein Holz, was sehr gut für die Papierherstellung geeignet ist, sehr relativ leicht, sehr wässrig das Holz und eben total weiß, also braucht man überhaupt nicht bleichen, hoher Zelluloseanteil. Also das wäre ideal in der Kombination mit Eukalyptus. Beides für die Papierherstellung verwendbar. Könnte man dann auch beides zusammen ernten wahrscheinlich. Und der steht tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde mit einem 13-Monats-Zuwachs, den man da mal auf den Philippinen gemessen hat, wo der Baum herkommt. 10,79 Meter in 13 Monaten hat der einen Zuwachs gehabt, an Höhenzuwachs. Also das sind schon Größenordnungen. Theoretisch kann ja sogar den Eukalyptus ausstechen, aber er ist nicht so trockenheitsresistent wie der Eukalyptus. Der Albizia falcatria mag die Feuchtigkeit. Vielleicht gibt es ja hier relativ viele feuchte Standorte, die das vielleicht rechtfertigen würden, dass er da in Symbiose wächst und also dass die sich nicht gegenseitig irgendwie unterdrücken. Also das müsste man ausprobieren, das ist sicherlich ein bisschen fieseliger als nur Eukalyptus zu pflanzen, aber die Vorteile wären natürlich gewaltig. Vielleicht könnte man den Flächenertrag sogar noch über 100 Kubikmeter steigern dadurch. Man kann auf jeden Fall langfristig die Bodenfruchtbarkeit viel besser erhalten und steigern und die Artenvielfalt natürlich erhöhen. Auch dieser Baum blüht mit Begeisterung. Albizia, Akazien sind wunderbare blühende Bäume, die auch wunderbar für Bienen und Honig sind. Und das würde also den Charakter dieser ganzen Sache schon mal völlig verändern. Und auch dieses Problem des Eukalyptus, dass er ein bisschen gefährlich ist für den Wasserhaushalt, wenn er so extrem viel großflächig angebaut wird, würden diese Bäume mindern. Weil sie eben völlig andere Wirkung auf den Wasserhaushalt haben. Verdunsten tun sie beide stark. Der Eukalyptus verdunstet stark und produziert damit in der Theorie Wolken und der Albizia und die Akazia auch. Aber speziell der Albizia-Baum wahrscheinlich hat auch, wie die Bäume es genau machen, durch die Blattoberfläche, durch bestimmte Alkaloide, diese ausschwitzen, ausdampfen, die dann Wolken produzieren oder eben nicht produzieren, das ist noch die Frage. Aber auf jeden Fall beeinflussen sie auch noch auf andere Art und Weise das Klima.
Und da wäre die Mischung mit diesen Akazienbäumen ganz, ganz interessant. Sodass wir also Bäume haben, die schon mal der Natur und der Biodiversität einen viel größeren Raum geben, als jetzt doch ein sehr langweiliger Eukalyptuswald, der unten drunter dann wirklich komplett tot ist. Oder das nächste wäre Naturwaldkorridore. Und zwar nicht nur einfach mal alle paar Kilometer ein bisschen Naturwald, sondern dass man wirklich durchsetzt, dass man alle, maximal alle 100 Meter, einen 10 Meter Streifen Naturwald einfügt. Den man wahrscheinlich am Anfang erstmal pflanzen müsste, dass man da aber, aber den man eben nicht nutzt, den man nicht abholzt, wo man vielleicht auch vor allen Dingen Bäume pflanzt, die dann vielleicht eben von Mensch und Tier und Insekten gut genutzt werden können, die Früchte haben, wo dann auch Affen überleben können. Ich habe hier im Video gesagt, Orang-Utan, das gilt natürlich nicht für Brasilien, der Orang-Utan, der ist in Sumatra und Borneo und so gibt es den Orang-Utan. Aber wenn man eben nur 10% Anteil, und zwar nicht irgendwo Kilometer weg, sondern in den Wald integriert, Korridore mit 10 Meter Streifen Naturwald reinhauen würde, das wäre, denke ich, durchaus noch zu vertreten, ökonomisch, dann würde das so eine gewaltige Auswirkung auf das Artenwachstum, dazu dieser symbiotische Wald, dazu Unterwuchs, gesteuerte Untersaat, sehr, sehr vorsichtige Anwendung von Herbiziden, wenn überhaupt, dann wird es eigentlich interessant. Dann haben wir eigentlich einen Wald, der fast alle Funktionen, eine Plantage, die fast alle Funktionen eines Naturwalds erfüllen kann. Nicht ganz so intensiv natürlich, aber die Verdunstung macht, die Bodenfruchtbarkeit erhält, die Lebensraum bietet für Tier und Mensch und auch nutzbar ist vielleicht für Menschen eben Kräuter, Waldprodukte, Früchte und so weiter da zu nutzen. Und sodass die einheimische Bevölkerung eben auch nicht einfach vor einer Eukalyptuswüste steht, sondern sagen kann, jawohl, ich kann ja auch in den Forst reingehen, in die Plantage gehen und hier meinen Lebensunterhalt vielleicht durch Sammeln verdienen oder eben für meinen eigenen Verbrauch eben Früchte und so weiter zum Beispiel aus diesem Wald holen, beziehungsweise auch Jagd. Ne? Natürlich, wenn man diversen Wald hat, dann fühlen sich natürlich auch viele Jagdtiere hier da wohler. Okay, das zum Eukalyptus, also finde ich auf der einen Seite erstmal eine ganz, ganz positive Entwicklung, ein wirklicher Durchbruch in der Forstwirtschaft, in der Plantagenwirtschaft, in der Papierproduktion, die ganz, ganz viele Naturwälder, gerade bei uns im Norden, in Russland, in Skandinavien, entlastet von diesem Druck, Papier herzustellen, Papierholzbrei herzustellen für die Papierproduktion. Das wird der Eukalyptus in den nächsten Jahren tun. Die Eukalyptusflächen selber sind kritisch zu betrachten, Monokulturen, die in der Größenordnung, in der sie jetzt hier gemacht werden, durchaus Probleme verursachen können und werden in bestimmten Regionen. Und das wiederum kann man, ja, man kann eigentlich die volle Produktivität behalten, wenn man das ein bisschen intelligenter macht, mit ein bisschen Liebe, Untersaat managen, Mischkulturen mit Akazien und Albizia und 10% Naturwald dazwischen sprenkeln. Dann wird es richtig interessant. Dann wird's, gibt es keinen Grund, da nicht vielleicht auch größere Flächen dem zu überantworten. Und dann kann Brasilien der Papierproduzent der Welt werden. Das wäre natürlich der nächste Schritt, dass man sagt, warum exportieren wir denn hier den Holzbrei? Warum veredeln wir den nicht vor Ort zu Papier und haben damit eine viel höhere Wertschöpfung in Brasilien? Das wird natürlich über kurz oder lang, werden sich die Konzerne das auch überlegen. Und das wiederum entwickelt dieses Land, macht die Menschen wohlhabend und das wiederum wird dazu führen, dass sie dann sagen, jawohl, wir wollen jetzt auch Umweltschutz, wir wollen Naturschutz haben, wir wollen unseren Regenwald retten. Denn eins ist klar, die endgültige Rettung des brasilianischen Regenwaldes, ich bin da sehr optimistisch und es ist ja schon gut unter Kontrolle, die Abholzung ist extrem abgesunken in den letzten Jahren. Die endgültige Rettung ist, wenn Brasilien richtig reich und wohlhabend wird und sich so eine schöne durchgehende Kontrolle und Verwaltung wie in Deutschland leistet, die dann auch funktioniert,
sodass eine wilde Abholzung von Naturschutzgebieten, von Naturwäldern wie im Amazonasgebiet nicht mehr stattfindet. Und der Eukalyptus ist da ganz vorne mit dabei, auf diesem Weg zu helfen. Alles klar. Ja, Weihnachten steht bald vor der Tür. Da werde ich mich Weihnachten und Silvester, hatte ich so einen Plan, mich so mit etwas spezielleren Videos zu melden. Und ansonsten schöne Grüße nach Deutschland aus Brasilien. Hier aus einer relativ kühlen Ecke. Es sind hier gerade eher so nur 20 Grad, 19 Grad. Und bedeckt und regnerisch. Aber trotzdem ein bisschen wärmer nach Deutschland, auch wenn das gerade ein bisschen Schnee und Kälte abbekommt. Macht's gut!